Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Raft im Multiplayer. Diesmal mit Pascal und Hanna. Hallo. Hanna, dritte Folge ins Folge. Nee, warte, ey, ich glaube, nee, boah. Dritte Folge in Folge. Ja, eigentlich war das richtig, ne? Ja. Ja. Wir haben ein bisschen umgebaut seit der letzten Folge. Wir sind noch ein bisschen rumgeschippert. Und zwar hat sich Folgendes geändert. Wir haben das Ding hier erweitert mit dem Schmutz, den wir noch rumliegen hatten. Ich habe 4 weitere Kanister hier gebaut, damit es auch alles ordentlich bewässert wird. Wir haben erweiterte Batterien, mehrere gebaut. Wir haben ein Windrad jetzt zum Auffüllen, den Kraftstoffverbraucher-Dings. Batterienauflader, den haben wir hier weggebaut. Außerdem gibt es eine große Änderung. Einmal das hier, dass wir jetzt hier Vorhänge haben, damit es zu aussieht, aber man trotzdem durchgehen kann. Und ich habe hier die ganzen Säulen entfernt und stattdessen horizontale Säulen in die Decke eingebaut. Das gleiche gilt auch für mein Zimmer. Bei den anderen habe ich es jetzt erstmal nicht gemacht. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Wo hast du Säulen entfernt? Das ist mir gar nicht gezeigt. Das habe ich dir gesagt, aber ich habe dir 2 Sachen gezeigt, du hast nicht zugehört. Okay. Hier unten sind die ganzen Säulen weg. Ich weiß nicht, wenn dir das auffällt. Ja. Und im Gemeinschaftsraum habe ich ebenfalls die Säulen entfernt, alle. Dadurch sieht das halt wesentlich schöner aus, finde ich. Ich meine, über diese klotzigen Dinger hier oben in der Decke, da kann man sich drüber streiten. Aber gut, was willst du machen? Außerdem haben wir den Hai hier nochmal ein bisschen schöner aufgehangen. Also an so einer horizontalen Säule haben wir den aufgehangen, statt an so einer Plattenkonstruktion. Das sah echt nicht schön aus. Dadurch hängt der jetzt hier hinten und man kann hier durchlaufen und looten, ohne dass man beeinträchtigt wird von so einem Haikopf. Genau, das war so prinzipiell alles. Ansonsten hat Pascal hier gerade noch ein bisschen die Ecke noch erweitert. Ich habe ein zweites Möwennestchen gebaut, wo bitte nicht andauernd jemand durchlatscht, damit die dort auch mal landen und bleiben. Da kann ich nämlich auch besser abschießen. Denn wir haben aktuell mehr als 30 Hähnchenschenkel. Das ist, ja, außerdem 40 Fleisch. Also Angeln brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich würde sagen, wir gehen pennen und dann gehen wir erkunden. Ja. Es gibt einen Erfolg, einen Schneemobil. Falls ich Möwen aufschrecken sollte, weil ich laufe da lang. Ich habe schon Erfolg gesehen, dass wenn man einem Schneemobil ins Wasser fährt oder so, dass es falsche Oberfläche oder so dasteht. Das heißt, es gibt Schneemobile. Das heißt, wir müssen diese riesige Insel, auf die ich bisher gar nichts gesagt habe, müssen wir nicht nur zu Fuß erkunden. Das ist schon mal was. Genau, wir haben eine riesige Eisinsel. Es schneit die ganze Zeit. Weißt du, wir reden die ganze Zeit vom Floß und es schneit einfach. Es schneit halt auch im Floß. Ja, davon abgesehen. Wir heißen, es wird zufrieren hier drin. Ne? Genau. Da ist ein Funkmast, Und wenn man hier ein bisschen am Rand guckt, da hinten sind Atomkraftwerke, wie Raphael es bezeichnet hat. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hin und wenn irgendwas ist, dann kommen wir nochmal zurück. Ja. Klingt das gut? Ja. Ich nehme nochmal einen Stapel Steaks mit. Oh, nee, 2 Suppen nehme ich mir nicht mit. Ich esse mich vielleicht jetzt nochmal voll. Lecker. Möwe. Eier legen oder erlegen? Die legt keine Eier. Nicht? Hanna, das war so ziemlich das Dümmste, was wir machen hätten können, weil jetzt müssen wir beide zur Kiste rennen. Ah, ich habe auch eine getötet. Jetzt hat die nächste gelandet. Ich sag doch, das ist ein guter Platz dafür. Wir haben eine große Hähnchenschenkel- und Möwenfedernproduktion. Die Federn können wir dann irgendwann in die Kiste tun. In den Recycler, sobald die Kiste leer ist. Nee, wir haben einige. Achso, was wir auch noch gemacht haben, wir sind noch nach Balboa Island sind wir nochmal gefahren und haben den Bärboss dort erledigt. Deshalb habe ich so viele Pfeile noch im Inventar. Stimmt, der respawnt ja auch, ne? Respawnt er? Wir haben den noch nie getötet. Echt? Ich dachte, wir hätten den getötet. Nein. Du hast es vorgeschlagen und ich habe dich für verrückt erklärt, weil dieser Boss so stark ist. Na, im Nachhinein gesehen hätten wir es durchaus machen können. Ah, und deswegen dann offscreen gemacht. Ergibt Sinn. Für den Erfolg halt.
Leute, epische Musik. Wir gehen los. Ach, gehen wir jetzt doch mal los. Ja. Ja. Und ich rutsch weg. Das ist schon 5 Minuten, wir gehen los. Ach nee, ich brauche noch Essen. Ach nee, ich will noch meinen Wagen mir vollschlagen. Ein paar Schuhe hätte ich mir craften. Sieht echt ulkig aus, wie die ganze Zeit hüpfst, Hanna. Ich weiß. Na, aber so rutscht man wenigstens nicht weg, ne? Ach, meine Aufnahme läuft gar nicht. Ich würde vielleicht links lang. Ich habe den letzten Folgen eh nur Tobis Sicht gesehen. Ich habe jetzt übrigens 3 Sendemasten gesehen. Und ich vermute, dass es hier Eisbären gibt. Ist aber nur so eine Theorie. Glaube ich auch. Achso, wenn man die Grafik hochstellt, dann sieht das Eis auch echt cool aus, finde ich. Also es ist... Es ist lustig, wie man auf dem Schnee immer noch rutscht. Außer wenn es so fester Was? Schnee ist. Nee, hier rutscht man nicht. Nein, da nicht mehr auf dem festen Schnee. Ganz kurz festhalten, dass hier barfuß unterwegs sind. Hanna nicht. Ich nicht. Außer Hanna, ich ja. Ich war schlau genug. Das ist noch ein Sendemast, oh Gott. Okay, ich glaube, wir müssen diese Sendemasten looten. Ja. Ich glaube, hier ist auch niemand mehr. Wir müssen sie kaputt machen. Da vorne ist auch eine Hütte. Na, dann ab zur Hütte. Ja. Da oben ist ein Bogen. Also das sieht so ein bisschen aus wie so ein finales Island, weil wir haben... Hier ist nicht mehr so viel Platz für weitere Punkte. Ja. Ich glaube, danach gab es noch... Geil. Ich glaube, danach gab es noch was auf der Eisinsel. Oh, wie cool! Ich will auch eins. Könnt ihr euch beide draufsetzen? Ja. Oder? Ja, 3 Plätze. Geil. Ja, wenn wir jetzt zu viert, wenn es nicht gepasst, ne? Ah, da ist noch eins. Raffi draußen lassen müssen. Will irgendjemand selber fahren? Dann fahr ich halt mit dir mit. Also wie gesagt, eins muss ins Wasser. Dann kriegen wir Erfolg. Ehes absetzen übrigens. Okay. Oh. Ich kann ja Kabelverbindungen machen. Ja. Was? Wo kannst du Kabelverbindungen machen? Ah. Kabel ziehen. Kam ja jetzt das Zipline oder? Ah nee, das ist ein Stromkasten. Nee. Ja. Oha. Da können wir jetzt hier eine Leitung irgendwo hinbringen. So weit kann ich nicht. Ah nee, jetzt müssen wir uns hier ein Stromsystem überlegen oder was? Meinst du? Müssen wir nachdenken. Hier ist auch noch ein Stromkasten, ne? Ah, da muss es hin. Ah, okay, genau, ja. Ah. Gottes Willen. Ja. Ich hab mich schon gewundert. Hey, jetzt gibt's hier Strom zum Beispiel. Ah, müssen wir die Kuppeln alle an Strom anschließen oder so? Wahrscheinlich. Scheiße. Hier ist ein Laufbänder und Fitnesscenter und so. Ohne Truhe. Nice. Ich dachte schon, wir können hier wahrscheinlich auch wohnen. Das könnte sein, ja. Und es kann auch sein, dass die Türen dann aufgehen. Stimmt, das habe ich gerade gar nicht geschaut. Elektrisch gesteuert sein. Kann man das fahren? Nein. Hier ist ein Bett mit Pinguinmuster. Oh. Und eine Verkaufsautomatenmünze. Ich will gerade Stromkabel. Hat sich jemand anderes schon Stromkabel gezogen? Sie konnte das Stromkabel nicht mehr ziehen. Aber brauchen wir dann jedes Mal ein Stromkabel? Also müssen wir jedes Mal eins aus der Leitung ziehen, damit wir weiterziehen können? Ah ja, nee, wir brauchen wir müssen zu einem Masten wieder, damit wir weiterziehen können. Ja. Ja. Ja, das ist ja cool. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir holen uns erstmal ewig viele Stromkabel und dann können wir wieder zurückkommen. Eisbär! Ja. Ja, bei uns auch gerade. Sagen wir irgendwelchen radioaktiven Abfallstoff von Atomkraftwerken. Ne? Oh, auch mit Steak gefüllte Ledertaschen. Was, die Eisbären bestehen auch aus Fleisch? Ja, und Leder. Hätte ich nicht gedacht. Pascal. Aber es scheint so, ob wir hier noch irgendwie reinkommen müssen. Also müssen wir wahrscheinlich irgendwie sowas wie Strahlenschutzanzüge oder irgendwie so ein Zeug finden. Ne? Weil wie soll okay, man das vielleicht ist es besser, wenn du doch aufnimmst. Du kannst fahren, Hanna. Ja, warte, wo seid ihr? Nicht ich habe Kabel gefunden.
Ja, hier müssen auch Kabel sein. Pascal, springst du auf und holst die? Ja. Warte mal, wo ist der Torbogen? Ich bin etwas desorientiert. Halt, ne? Okay. Gut. Ob wir jemals unser Raft wiederfinden? Oh, ich sag ein Mobil, aber egal. Ja, irgendwo am Rande der Insel. Auch nicht schon ja, Eisbär. Warte, von hier sind wir ja, glaube ich, gekommen, oder? Ich folge einfach mal dem Weg, das ist immer gut. Ah, wait, hier ist irgendwas. Pascal, schön, dass du mich denn alleine töten lässt. Ja, ich bin vor Hunger und Durst gerade fast gestorben. Oh ja, hier ist auch radioaktiv verseucht. Warte, wart ihr zufällig, seid ihr zufällig so einen Gang runtergegangen und... Ja. Ah, dann... Okay. Aber es scheint irgendwelche radioaktiv verseuchten Endlager zu geben. Ja. Kommt ihr dann vielleicht nochmal zurück? Ich glaube, das mit dem Aufteilen war doch keine gute Idee. Gut, wir drehen um. Ist euch mal aufgefallen, dass der Metallsperr einen Widerhaken hat? Ja. Nee. Warum fliegen wir eigentlich mit diesem Schneemobil, Hanna? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich langsam raus, wie die Physik davon funktioniert. Und ich dann auch aus Versehen auf dem Stein irgendwie so ein bisschen hochgefahren bin. Ich merke. Gut, dann tun wir weiter Elektriker spielen. Mhm. Bin ich auch der Meinung. Ich komme zurück zum Lager. Hui. Genau. Warte, nee. Ach, da sind die dann lang, okay. Und da sind dann auch Münzen und alles Mögliche drin. Warum ist so eine Puppe in die Bahn nicht reingehen, jedoch kein Stromanschluss? Ja, ist okay. Die wird dann. Ja, oder dann Deko. Muss auch nicht alles. Ja, eben. Kann man eigentlich an einem Masten mehr machen als eins? Als eine Verbindung? Ich denke ja. Aber es bringt nicht so viel. Ja, kann man. Weil du... Irgendeine größere Kuppel. Oh ja, ich komme. In der Mitte. Wir haben noch gar keinen Text gefunden, ne? Und mein Inventar ist einfach schon voll. Hier, nimm Stein. Hä? So wie ich es dran tun kann? Ich sehe keine Stromsäule. Du darfst halt auch nicht zu weit weg sein von dieser Stromsäule. Pascal, hier ist eine. Ja, das hier, von hier wollte ich ja gerade ziehen. Ach so. Dann probieren wir, warte mal. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Ich sehe keine Stromsäule. Das ist das große Ding jetzt hier und der Strom von dem. Ach, da oben ist so ein Vieh. Es reicht nicht. Ganz knapp. So. Escape. Ja. Ah, von da nach da und dann von da nach da. Ah. Lootet ihr und wenn Text irgendwo ist, ja, sammelt es halt ein. Ich geh ins Große rein. Okay. Kiste. Ja, Glas. Super. Oh, wir diese eine gelaute Kartoffel. Können wir diese Pinguin-Tassen einsammeln? Ey, ich hätte gar kein Essen mitnehmen müssen, weißt du? Liegt so viel Zeug rum. Ich habe einen Hinweis gefunden. Really smart. Detto! Ich habe eine Rakete. Ruben ist recovering too. But he doesn't seem to want to talk to me a lot. Both of them stare whenever I talk to Henry. Henry doesn't like the way they look at us. I think I need to do something. So, wieder hier unser Typ. Wir können uns Tassen holen und Pinguinteller. Tobi, ja. Hier oben sind zwei interessante Gegenstände, die sollst du mal aufsammeln. Die Wendeltreppe hoch? Aber das ist doch wieder unser Typ mit dem deutschen Akzent von da, von der Berninsel. Bruno. Ja. Ja, stimmt, der war auch schon bei Boa. Ich hab... Ein Bauplan. Nein. Fortgeschrittene Biokraftstoffraffinerie und eine Lötlampe. Wirfst du Steine auf mich? Weil ich Steine loswerden will. Hat einer von euch Hunger zufällig? Nicht so wirklich. Nicht wirklich.
Okay, also lohnt sich auch nicht, euch das Zeug zu geben. Steak mit Marmelade, das Rezept haben wir schon. Ja. Das Silberding, das trinke ich jetzt mal. Mein Inventar ist nämlich voll. Wer kennt es nicht, wenn man zu viel essen und trinken? So, hier sind auch zwei Kuppeln, aber in die kann man nicht rein und die haben auch keinen Stromanschluss. Warum haben die alle Steine in ihren Vorräten, ey? Das Einzige, wofür ich Steine benutze, sind... lass mich überlegen. Ich habe keinen einzigen Stein bisher aufgesammelt. Ja, okay, gut. Also Stromanschlüsse habt ihr jetzt nicht. Das sieht extrem schön aus, muss ich sagen. Dafür habe ich einen Eisbären. Da kannst du einen Pfanden erschießen. Hat das der Plan war gerade. 5 gute Heilsalbe, 2 gegarte Kartoffeln, eine Wassermelone. Wieso findest du Heilsalbe und ich finde Müll? Weil ich in dem Sunny-Zentrum von denen war. Okay, dann gehe ich mir das mal angucken. Ein Fotomodus? Punkt. Punkt wie P. Kamerabild oder wie? Nee, also nee, eine Fotokamera hast du nicht. Aber du kannst mit Punkt kannst du halt das Menü ausschalten. Und dann halt einfach ein Screenshot machen. Das müsste hier drüben sein. Da kam auch der Hinweis her. Ah, okay. Detto is really smart. Mhm. Hier ist eine Insel. Kann man leider nicht lesen. Haben wir schon irgendwelche anderen Hinweise? Nee, nur den. Also in das Lager kommen wir nicht rein, da ist zu viel Strahlung. Sie müssen irgendwie Strahlenschutzanzug oder irgendwie sowas bekommen, weil wir müssen da ja rein. Jo. Wir können auch einfach mal weiter rumfahren und schauen. Ne, den Weg entlang, ne? Ich glaube, da auch hinauslaufen. Ja, stimmt, es gab da so eine Abzweigung, ne? Aber ich glaube, eine war Richtung, also das Dorf haben wir jetzt ja hier. Aber es scheinen auch irgendwelche Hinweise davor schon von noch davor zu sein. Pascal, nimmst du auf? Also wir müssen auf jeden Fall noch hier hin, weil das Lager dort. Ich würde sagen, ich fahr mal rechts lang. Bleib doch nicht einfach so stehen. Ja. Und hier seid ihr jetzt links, oder? Ja, wir sind dann durch den Tor. Alter, was sind das eigentlich für riesige strahlende Dinger? Alter. Ich will es nie so wirklich wissen, weißt du? Wo geht's? Ihr müsst doch diese Atomkraftwerke da rein, weil die strahlen ja mehr als Tschernobyl. Da wart ihr dann hier, ne? Weil ja, da leuchten auch die Dinger nicht mehr und da ist noch so ein Ding. Ist das unser Raft? Ja, wir waren. Nee, ne? Nö, das ist weiter. Das ist links. Das Raft ist links. Oh Gott! Warte mal. Ich hab eine Idee. Hanna, folgst du mir mal bitte? Ja. Was denkst du, was ich die ganze Zeit mache? Nee, du musst mich dann nur wieder einsammeln. Mach nicht das gleiche wie ich, bitte. Ich brauche ein Steam Achievement. Habt ihr den auch That's bekommen? Not a boat. Ja. Errungenschaft freigeschaltet. Jetzt fahren wir wieder zurück zu dem anderen Ding, was da noch in der Hütte stand. Du bist Achievement, Tobi. Kein Problem. Da leuchtet noch ein Mast. Da ist auch ein Gefährt. Ist gut, dass du weißt, wo da ist. Ja. Ich würde jetzt zur Sternwarte gehen. I don't like einstürzende Dinge. Kommt ihr runter? Ein Hinweis an Zaun, an dem ihr gerade beide vorbeigelaufen seid. Okay, lese mal bitte vor. I will not lose you too, Henry. The two of us have followed a signal far south. I know it's from my sister. There's no doubt. Henry is skeptical. He thinks the cold will be dangerous. I'm most scared of whatever's out there in the snowstorm. Das Einzige, was ich nicht mitgenommen habe, ist die Lampe. Er ist also. Ich habe auch keine Lampe mit. Na, man hat ja so ein bisschen Eigenlicht, das ist ja. Immerhin. Seht ihr irgendwas hier im eingestürzten Bereich? Ich sehe euch allgemein nicht mehr, wo seid denn ihr?
Du bist runtergefallen, wir sind dir aber nicht gefolgt. Ach so. Sind oben. Ja, dann kommt Wir man gucken mit. gerade oben rum, ja, wir Also müssen sowieso. wir sollen runterspringen hier ins Ja, Verderben. wir Seht ihr müssen dort oben die noch irgendwo? Tür. Kommt ihr dort weiter bei der Tür? Nein, die Tür muss man von der anderen Seite öffnen. Bedeutet von innen. Ah, Eishöhlen tauchen. Geil. Yay. Ich wollte jetzt nicht schwimmen gehen. Ach, guck mal, dann lernst du auch noch mal die Anglerfische kennen. Na, Glückwunsch. Ich habe ja mal vorbildlich die letzten Folgen geschaut. Beziehungsweise Ja, warte, die sammelst du letzte die Folge ein? muss ich noch Dann schauen. müsstest du deine Pfeile wieder haben. Gerne. Hinter dir. Was sind hier verwinkelte Höhlen, die sich aufspalten auch noch, oder wie? Folge dem Licht. Na, hier ist er zu. Da kommen wir nicht weiter. Wahrscheinlich muss ich sie irgendwie noch einstürzen lassen, weil da hinten geht es schon noch weiter. Gibt es hier noch irgendwie Luft? Ich hoffe mal. Ja. Meine Luft ist zumindest weg. Ich gehe mal ganz dringend zurück, bevor ich sterbe. Ich brauche Luft. Habt ihr schon irgendeine Luftloche gefunden Naja, oder klar, hier ist schon irgendwas? das nächste. Ja. Ah, Hier ist auch okay. eine Leiter. Wieso habe ich auf einmal drei Schrotthaken? Gelootet. Ja, warte, Ja, hier geht's noch wirklich. weiter. Wollte ich jetzt noch hoch? Nee, warte. Geht's hier weiter Nein, oder kommen wir von von da sind da? wir gekommen. Junge. Oh, hier oben ist aber ordentlich Loot. Ich dachte, hier gibt's hier ordentlich Viecher, Mano. Hier oben ist nichts. Hier ist noch eine gute Handvoll Notizen, ne? Ja, ich würde die mal nicht aufsammeln. Ich überlasse das Bruno. Tobi mal. One of them completely wrecked the boat when we tried to get away. None of the usual tricks worked either. Henry and I would have been eaten if that boy with the air horn hadn't showed up. His name is Detto. Says he came here with some survivors. I asked Henry if I should trust the boy. But I didn't get an answer. Oben sind übrigens auch noch, ist auch noch eine Notizen Notiz. bezeichnet. Ja. 3 von 4, das sind Plastikhaken. Jo, müssten wieder. Warum kann man eine Eine Sternkarte sehen? Arte, Das... Arktis, ne, das sind Stellarium hier. Ja, ich weiß. Okay, 2 von 4, das ist ein Pufferfisch. Müssen wir noch was craften oder was? Hey, wir fahren hier nochmal weg und sie müssen Items sammeln. Keine Ahnung. Das sind ja auch alte Mach. Computer. Sind das uralte Computer in Kisten? Anscheinend. Und in so in Kisten verpackt, damit sie besser transportabel sind. Auch schön auf Europaletten hier. Tobi, du musst mir noch die ganzen Hinweise machen. Hä, was? Wo Hinweise? Oh Gott. Ach, ganz oben. Ja, ein Ich Rätsel. glaube, hier ist ein Das Rätsel. Bier. Nee. Ja, ich sehe schon. So. Der Anker. Wir brauchen eine Zahlenkombination. Aber wir haben hier Hier das ist. Bier 2 und The Anchor Achtung, 8. Hinweise. The boat is ready to go. Detto is ready with the air horn and Ruben can at least walk. Henry is staying behind. It's bittersweet. He doesn't speak with me anymore, but I think it's safer for someone to stay behind. Detto says there's a place with lots of people. Ruben says Astrid might be there. She definitely isn't here in this cold place. It's nice talking to people. Stimmt, wenn man so lange alleine war. Also, Dreht sich Anchor das? Ah hat die ja. 8, Beer hat die 2 Da und ist in ein unseren Pfeil. Notizen hatten wir. Ah, hier ist 1 von 1, 2 Oh. von 2, 3 von 3 Das und 4. Bier. Dort Oh. 2. Oh, okay. Warte, was ist was? Da ist das Bier.
Ich würde sagen, das ist halt das cool, da. Nee, brauchen wir den dreht sich sogar mit. Ich weiß nicht. Ja, warte mal, was haben wir vielleicht hier? Nur die vier Dinger, die wir hier aufgesammelt haben. Das Schiff, den Haken, dieses Huhn, Federviech und das, ja, und den Superfisch. Wir haben halt hier an den Säulen haben wir halt die Sternzeichen hier angeklebt. Also ja. Hier ist mit der Speer mit der 2, der Anker mit der 8. Und dann hier oben ist auch noch der Hai und die Möwe. Müssen wir vielleicht gucken, in welche Reihenfolge. Ah, immer die Anzahl an Sternen. Ist es die Anzahl? Ah, ja. Ja, ja. Leute, was ist das denn zum Henker? Anna? Ich habe gerade ein Raumschiff gefunden. Ich weiß nicht, was ist das hier? Also, das ist ein beschränkter Bereich. Da ist die Möwe. Hier geht's hoch. Hier geht's nicht weiter hoch. Das ist krass, wie das Teleskop wirklich mitdreht. Ja, das sehe ich. Sie können mal jemand anders drehen, dann sehe ich das auch mal. Ja. Ah ja, okay. Also, die vier Notizen, das wird die Zahlenkombination sein, weil das sind vier Dinger. Ja. Also das erste ist irgendwie so ein Vogel hier, so ein Dodo. Was ist das? Das ist das Boot. Ja, das ist das Boot. Ja. Also müssen wir das mal rausfinden, wie viele hat der Dodo zum Beispiel, wie viele Sterne. Ja. Stimmt, das könnte sein, ja. Ich würde sagen, Anzahl der Sterne. Das ist der Dodo, 1, 2, 3, 4, 5. Das war der erste, okay, das Boot war das vierte. So, der Pufferfisch. Das zweite ist der Pufferfisch. Das hier könnte... Das ist der Anker, hinter uns, 8. Ja. Oder einfach nur Exemplum hier, Anker 8. Ja, das könnte sein. Das hier ist der Haken. Ist das der Haken oder ist das der Haken? Sicher? Nee, ich würde sagen, das ist eine Palme. Okay. Dann. Das ist die Möwe. Das war der Pufferfisch. Was ist das? Keine Ahnung. Der Hai war das. Was war da? Achso, ja. Dort oben ist das Boot. Der Speer. Der Pufferfisch. Das ist die 2. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Möwe, Haie. 10, oder? Ja, aber nee, 10 kann nicht sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habe ich mich verzählt? Ich habe Henry gefunden. Ne? Ach nee. Ja, okay, es sind 9. Ja. Aber jetzt müssen wir nur noch den Dingens finden: den Haken. Ja. Warte mal, was ist das Rote da? Das. Ja, das war das, wo ich gesagt habe, dass es eine Palme ist, ja. Ja. Wir können es mal mit dem probieren. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, warte. 5, 8. Oder? Ja. Okay. Warte, was hast du eingegeben? 5, 9, 8, 4. 5, hier 9. Ist das. Boot. 5, 9, 6, 4 wäre es gewesen. Selene Schlüssel. Und fortgeschrittener was? Stationärer Anker. Ja! Danke. Sorry, wenn ich keine Leute angeschrieben habe. Zur See gewartet. Ja! Okay. Ich glaube, damit haben wir das Rätsel hier gelöst. Es sei denn, es hat dann noch irgendwas auf sich, dass sich die Bilder hier bewegen. Nee, aber ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, die Bilder waren mehr dazu da. Ne, zur Verdeutlichung, ja. Die Pläne kann ich wegschmeißen, oder? Ja. Ja. Hat mittlerweile einer von euch... Oh, nee, ich habe Hunger. Okay, alles gut. Ja, ich habe auch Hunger. Also, ich hab noch eine Suppe. Ich habe auch noch genug. Ja, ich habe auch noch Kopfsuppe und alles. Es geht mir nur darum, mein Inventar ein bisschen leer zu machen. Ja, ich habe eine Suppe und 3 Getränke. So. Dann würde ich sagen, weiter geht's, oder? Ja. Dann haben wir jetzt schon die Häuser endgültig gelootet oder war da noch irgendwas? Ne, da war das Lager noch. Endgültig gelootet. An welches Lager? Na, das Lager mit radioaktiv drin. Ach so, das, ja. Okay, dann. Aber ich würde sagen, wie es dann weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge.
Bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.